Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Dotek GU Volume 2 Reminisce. Wie es scheint, hat auch euch dieser Verlust von Arcade getroffen. Und jetzt mischt sich auch noch Ovan ein. Das kann ja nur gut werden. Ich werde dein Ziel werden. Ich werde dein Ziel werden? Wenn du wissen willst, was mit Endless passiert ist, komm zu Indiglut Lou. Wie sind wir nochmal vorher reingekommen? But how did Ovan know about entrance? Damn him. Damn him for always seeing through people. Let's see. The first time I visited Indiglut Lou was... Oh yeah. Delta Submissive Tragedy's 1000 Oaks was the first area I went adventuring to with Adelie. In der Tat. Und... da ist Endrance? Schon wieder? Denn, falls ihr euch erinnert, auch damals, das allererste Mal, als wir da hingegangen sind, haben wir Endrance gefunden. Endrance, der auf seinem Bäumchen saß. Ja, das ist das Bäumchen, was ich meinte. Kommt mal bitte schön in ein Kristall. Ist das ein In-Game-Event? Geht das überhaupt? Vermutlich nicht. Forgive me for saying so. But you look uncomfortable in there. I'm sorry. I really would like to help you get out of there, but Saku would get mad at me if I did. I'm sorry. I have to be going now. But I promise I'll come back again. Nun ja, dass Saku eine Vorliebe für Meister N hatte, das wissen wir ja. Bei Bo... naja, Bo ist einfach nur da. That I should go look for Endrance. According to Ovan, Endrance is supposedly in Indiglut Lu. Okay, let's head for Delta Submissive Tragedy's 1000 Oaks and warp there from the sign behind the Beast Temple. Okay, aber vorher... gucken wir, ob ich Flyer verteilen kann. Nein, kann ich nicht. Das erklärt alles. Genau. Ich wollte schon sagen. Aber ja, wir müssen natürlich uns wieder in die andere Stadt zurück teleportieren. Denn, naja, von hier aus können wir mal wieder absolut rein gar nichts erreichen. Kennen wir ja. Ist ja ziemlich normal. Haben wir hier Flyer? Inui und Olaf. Okay. Olaf war eine wie die hier. Inui. Gates. Jetzt muss ich tatsächlich hier noch rausgehen. Ja! Fein. Machen wir noch eben, keine Sorge. Wir werden auf jeden Fall Endrance heute finden. Vorausgesetzt, er ist wirklich immer noch da, wenn wir da ankommen. Ich meine, würde es euch manchmal wundern, wenn er das nicht wäre. Mal ganz ehrlich. Mich auch nicht. So. Das ist wieder ein Clerk. Das ist natürlich jetzt echt toll. Ich weiß genau, wen ich suche. Aber die kann ja sonst wo spawnen. Also es ist... gut, ich beschwere mich jetzt darüber, dass... obwohl ich jetzt wenigstens per Radar sehen kann, ob hier jemand Neues ist, bin ich am Meckern, dass ich nicht dann sofort den auch finden kann. Wäre natürlich noch besser. Wäre auch wunderschön, wenn es so in Teil 3 wäre, aber nein. Nein, ist es leider nicht. Schön wär's, würde mich auch wirklich freuen. Das gebe ich gerne zu, aber so ist es halt leider nicht. Ich bin schon wieder Inui. Goddammit. Wir brauchen eine andere Dame. Nein.
Wegteleportiert Iga, Tomcats, Sagiat, Sagittarius, wie auch immer. Eje. Habe ich dann wenigstens eine Belohnung schon wieder freigeschaltet? Ja, wir sind bei 119. Ein Bakutang, immer noch nicht ein gutes Item meiner Meinung nach, aber es ist wenigstens keine Magie. So der eine positive Punkt, den ich da nehmen würde, wenn ich einen nehmen müsste. Nein, der positive Punkt ist, es ist keine Magie, die ich sowieso wegwerfen würde. Dafür ist es jetzt einfach ein Item, was ich prinzipiell verkaufen würde. Naja. Wenn ich es jetzt aber gleich nicht finde, dann gehe ich jetzt einfach. Kann ja nicht sein. Ich hatte mal gehofft, dass es vielleicht hier ist. Ja. Nicht, dass die jetzt einfach raus ist. Das wäre auch sehr seltsam, aber. Nee, Olaf ist immer noch da. Da vielleicht. Sieht ja nicht nach. Hier aus, ja. Wie gesagt, Olaf ist auch ein langhaariges. Oder ein langhaariger. Genau, so einer hier. Wunderbar. Langhaariger weißer NPC. Das ist ein neues Breitschwert, was wir, glaube ich, noch nie benutzt haben. Dann tauschen wir doch mal. Okay. Da wir das jetzt endlich hinter uns haben, gehen wir nach Indiglutlow. Obwohl ich es halt Indiglutlu aussprechen würde, aber das ist dann halt das deutsche kleine Männchen in mir scheinbar. Soll man dazu sagen? So ist das halt. Teleportieren wir uns hoch, das geht glaube ich unter Umständen schneller. Und jetzt ist er natürlich sofort da. Ich finde das immer klasse, wenn ich. Wenn ich mal jemanden suche, ist er nicht da, aber sobald ich dann ihn einmal gefunden habe, dann läuft er überall rum. Dann sind wir jetzt bei 120 Leuten, fehlen nur noch, in Anführungszeichen, 40. Wow! Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So. Ja, Hidden Forbidden. Radiation. Ist einfach nur ein anderes Gebiet. Waren wir halt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber wir wollen jetzt hier rein. Das Gute ist, ich kann jetzt ganz einfach zum Tempel mich mit dem Bike hinbringen. Nicht teleportieren, das wäre zwar schön, aber das geht nicht. Aber ich muss halt gegen niemanden kämpfen. Und wenn ich jetzt hier gegen jemanden kämpfen sollte, weil ich ihn anfahre, dann sind die Gegner auch sofort vernichtet. Also, was das angeht, haben wir hier keinerlei Probleme mehr. Da wir natürlich einfach rausgeteleportiert werden aus dem Gebiet, kriege ich auch keine Belohnung dafür, dass wir hier drin waren. Was das insofern auch nochmal, ich sag mal, für mich persönlich erträglicher macht, da einfach dran vorbeizufahren. Weil es mir sonst eh nichts bringt. So. I should be able to warp to Indiglutlu from here. I'm getting a real bad feeling about this. I'd better go there ready to fight. Ja. Passt schon. Wow. Achso, ja, wir sind hacken uns herein. Ich wollte schon sagen, warum haben wir das gerade? Und warum kann ich mich nicht rein teleportieren, wenn es Wörter dafür hat? Hidden Forbidden Deadwood. Wo ist das Problem? Warum darf ich das nicht? Sie hat ein Item dafür, um ein Kristall aus einem See zu holen. Dafür gibt's Items. Okay. Master N, you know I think you're just the same as me. Let's stay here and have fun forever. Saku, what are you doing here? Endrance! Haseo! You've come here to steal Master N from me, haven't you? Oh, no you don't! He's mine!
I'm up to anyone. Never! Never! So Saku was infected by Ida too. And this power, could it be that she's an epitaph user? No choice. All right. Come on. Come on. I'm right here. Sky! Okay. Zeit für einen weiteren Avatar-Kampf. Diesmal gegen Gorr. Falls ihr euch noch aus dem letzten Mal dran erinnert, Gorr war mal ein doppelköpfiges Monster, beziehungsweise zwei steinerne fliegende Köpfe. Da Saku und Bo sich einen Körper teilen, haben wir zumindest Zwillinge, insofern macht zumindest Sinn. Au. Au, 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 Gott. Nicht gut, nicht gut. Nun ja, wenigstens macht es nicht zu viel Schaden. Muss man ja mal grundsätzlich so sagen. Aber wenn Saku infiziert ist von dem Ida, geht dasselbe auch für Bo? Weil es derselbe Charakter ist? Oder gilt das aus irgendeinem Grund nur für Saku, weil Ida auf Personen und Emotionen Einfluss hat? Eine gute Frage, würde ich mal behaupten. Ja, nicht schon wieder. Damit. Ich war so nah dran. Nein! Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh Gott. Dammit! Ich hätte auch mal gerne eine ultimative Killertechnik. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Und so langsam wird es Zeit für den gegnerischen Data Drain. So leid mir das auch tut. Zumal das mir ja HP abzieht, aber so langsam wird er wohl kommen. Sag ich ja. Also es sind beide Stimmen gleichzeitig, wie auch immer das funktioniert. Wenn die sich den Charakter teilen. Oder sitzen sie dann doch daneben, sprechen beide ins Mikro. Ich habe keine Ahnung. Das hat mir nur am Finger weh, mein Güte. Hätte auch klappen können mit Ausweichen. Ich meine ja nur. Au. Okay, ist gut. Meine Güte. Wenn sie mal immer so viel Schaden nehmen würden von meinen Slash-Angriffen, wie sie anfangs das immer haben, das wäre schon echt praktisch. Aber irgendwie nimmt der Schaden ja mit der Zeit ab. Warum auch immer. Ah, nein, 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 nein. Ja, come on. Jetzt klebe ich schon förmlich an seinem Arsch dabei und treffe ihn nicht. Ist doch... Oh mein Gott, das ist... Oh.
purer Hass. Gerade eben in dem Moment. Also das ist ja... Oh. Ziemlich unnötig, wenn man mich fragt, dass ich jedes Mal von der Technik dann trotzdem noch erwischt werde. Keine Ahnung. Aber naja. Wenn das Spiel mal nett wäre, wäre das der finale Schlag. Ist es aber nicht, also schießt man noch ein bisschen bis zum Ende. Noch ein Data Drain. Ernsthaft? Ernsthaft? Zwei Stück. Wir weichen mal wieder nicht einfach aus. Jetzt mache ich minimalen Schaden noch durch Schüsse, um meinen Data Drain ausführen zu dürfen. Ist ja auch toll. Ernsthaft? Naja, weil es in dem Modus keinen Schaden nimmt. Ernsthaft? Ja, mich reinfliegen dabei ist vielleicht auch nicht so ganz hilfreich, um den Schuss durchzuführen. Ich muss den Kampf zweimal machen. Einmal Bow-Seite von Gore und einmal Saku-Seite von Gore. Nee, danke. Ich verzichte. Haseo? That you? Bo? Yeah. Where's Saku? Is she all right? Saku was so tired she fell asleep. Asleep? Haseo, please. You have to find a way to help Endrins. Yeah. Hey, Endrins. Wake up. Can't you hear me? Oh, it's you. Greetings to you too. Would you mind leaving me alone? Don't get all weepy on me. Get up already. I've lost everything. I no longer have any reason to awaken in the morning. Nah, I'm not buying it. You've been nominated by Alcade. None of that has anything to do with me. After all, she's gone now. I was only able to fight because she was there. Through her strength, I was able to affect the world. But now, she is gone forever. And I... Wait a minute. Are you talking about that cat? Mia. No matter what happened in our lives, she was always my friend. She went away once, but she came back. She was all I had in this world. And that was why I did everything that I could for her. Everything. Feeling joy and love. And pain at her words made me so happy. That so-called cat you're talking about is named Ida.
and she's a mysterious human-eating monster. You're wrong. She was the only one. She was the only one who needed me. But now, she's gone, and there's no one left who needs me. Ida, or whatever, has nothing to do with me. All I want is to be left alone to think about her. What a load of crap! Don't make me laugh! If everyone thought like that, then this world would become full of things that had nothing to do with anyone! Don't tell me she was all you had. She's not. You've just been denying everything that wasn't her. You haven't done anything, and yet you're just giving up without a fight. But I... No buts, no excuses. No one but her ever needed me for anything. Hey, listen to me. I need your help. Haseo. The rest is up to you. I'll be waiting at the arena. Endrance, it's not Ida that's holding you back now. It's you. Okay, das hat doch prima funktioniert. Auf jeden Fall haben wir Gore absorbiert, die Phase Nummer 5, und erhalten dafür noch einen Datensamen, denn sie war ja nun mal... Ah, geht doch. Auf einmal kann ich mich doch hin teleportieren. Denn sie war ja nun mal infiziert. Das heißt, ich kann jetzt nochmal den Phase 5 Kampf neu machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir unsere wichtige E-Mail nachlesen gehen. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.